www.gamingnerd.de. Spielen heute Dying Light. Ich denke mal so anderthalb Stunden, vielleicht zwei, muss mal gucken, wie ich es zeitlich schaffe. Ich habe das Spiel noch überhaupt nicht gespielt. Es wird komplett neu für mich. Ja, wir starten dann einfach. Okay. Hat aktiviert. Beginne Briefing. Information. Kadir Suleiman, ein Politiker, der nach dem Ausbruch für Ordnung sorgen sollte. Sein Bruder Hassan fiel der Seuche zum Opfer, ehe wir ihn evakuieren konnten. Suleiman gab dem GRI die Schuld für Hassans Tod. Er stahl eine streng geheime Datei, mit der er den GRI erpressen will. Falls ihm etwas zustieße, sollte der Inhalt veröffentlicht werden. Informationen. Die gestohlene Datei enthält unvollständige Angaben zur Herstellung eines Heilmittels. Würde die Anleitung in dieser Form angewendet, wäre das Produkt äußerst toxisch. Die Datei enthält auch eine Beschreibung der Virionstruktur. Jeglicher Missbrauch könnte unzählige Leben kosten. Wir brauchen sie zurück. Details zur gegenwärtigen Lage. Suleiman schickte die Datei an einen unbekannten Helfer, der sie veröffentlichen soll, sobald er den Befehl gibt. Wir haben die Kommunikation der Stadt gestört, um ihn an der Veröffentlichung der Datei zu hindern. Ihr GRI-Funkgerät ist davon nicht betroffen. Es ist Ihr Joker. Verlieren Sie es nicht. Suleiman ist mittlerweile untergetaucht und benutzt einen anderen Namen. Wir vermuten, dass er nun eine der zwei Hauptfraktionen anführt, die in der... Wiederhole, finden Sie Suleiman und die Datei, um die Menschheit vor einer noch nie dagewesenen Katastrophe zu retten. Okay, also soll Suleiman retten. Wir werden sehen. Wenn die Videos jetzt nicht abbrechen. Okay, das sieht alles eigentlich noch normal aus. Wenn man jetzt mal die Brücke absieht, wo so ein Staub ist. Okay, ich nehme das mit dem Normal zurück. Auf hätte sie ja vorbereiten können, Kollege. Siehst du, das war kein Abwurffallschirm. Brecht ihm die Beine und bringt ihn zu Reis. Zurück mit euch! Los! Stopp! Lärm zieht sie an! Okay. Rückzug! Rückzug! Okay, okay, okay. Komm, wir müssen los! Er muss runter von der Straße. Oder wird das anders überfahren? Mach die Tür auf! Tower, hier Jade. Krankenstation vorbereiten. Hab einen Kerl mit übler Kopfwunde und Biss am Arm. Mist, ist Amir verletzt? Nein, Amir ist tot. Aber ich bring euch jemanden, der überleben könnte. Einer von uns? Mal sehen. Mal sehen. Abzuwarten. Ist das für mich möglich, dass ich nachher aussuchen kann? Ich irgendwelche Fraktionen wählen kann? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Okay, Stadt Haran. Okay. So, dann geht's mal los. Kneif du ihn! Du hast Angst! Hab ich nicht! Dann kneif ihn! Er blinzelt! Was? Da! Schon wieder! Was, wenn er ein Zombie ist?
Zombie! Lauf! Hey. Mir scheint's ja nicht ganz so gut zu gehen. Scheiße! Mein Kopf! Ah, ich kann mich bewegen, okay. Nur das Übliche. Oh. Sieht ja recht ruhig aus hier. Oh, da liegt was. Was kann ich jetzt einschalten? Musik. Was zu essen? Oder einen Tee kochen? Na, ich weiß es nicht. Okay. Dann lass mal sehen. Was ist hier drin? Nix. Ich kann nichts sehen. Ist dunkel. Taschenlampe wäre nicht schlecht. PX zu öffnen. Du schläfst drei Tage lang wie ein Toter und dann erschreckst du Kinder? Fängst ja gut an, 31. Wo bin ich? Im Paradies. Siehst du doch. Drei Tage gepennt. Gut, und jetzt mal im Ernst. Zeit, gehst du Raum 190. Der Boss brieft dich doch. Was soll das heißen, 31? Frag den Boss. Warum haben die so einen leicht russischen Akzent? Ich dachte, wir wären ganz woanders. 31, das ist deine Nummer. Wie bitte? Deine Nummer. Du bist der 31. Infizierte. Ich bin der 18. Hier wird alles gezählt. Eine Dosis Antizin weniger. Ein Infizierter mehr. Ein Kurier weniger. Okay. 31 Infizierte. Scheinen auch schon wieder welche weg zu sein. Solltet ihr Fragen während ich diesen Livestream mache, könnt ihr die gerne in den Chat stellen. Ich werde sie dann ach, scheiß auf Ruhe. Jetzt kriegt der Amirs Antizin. Die scheinen ja auch nicht zu sein. Hey, wo ist Raum 190? Oben. Oh, okay. Wir gehen drauf. Ich guck erstmal noch. Und du bist? Crane. 31. Oh, okay. Was macht der Kopf? Der Kopf? Okay, hör zu. Bis der Boss es sagt, bist du nicht auf der Liste. Also red schleunigst mit ihm, dann kann's losgehen. Jetzt entschuldige mich. Okay, worum geht's? Weiß es nicht. Grafik. Grafisch sieht dieses Spiel echt super aus. Ach, guck mal da. Headquarters 190. Das sieht doch richtig aus. Kann ich hier durch? Ja. Hast du mir noch was gesagt? Ich suche nach dem Boss. Ist er dort drin? Oh. Du bist 31. Geh rein. Oh. Also an den deutschen Synchronstimmen müssen wir vielleicht noch ein bisschen feilen. Dieses gelangweilte Oh. Naja. Mal sehen. Vielleicht wird es auch besser. Ist das der Boss? Hey, ich suche nach... Bist du der Boss? Bin ich dir zu jung? Probleme mit meinem Alter? Nein, ich... Du wolltest mich sprechen? Schon besser. Erinnerst du dich an irgendwas? Weißt du, wo du bist? Das hier ist wohl eine Art Zuflucht? Wir nennen es den Turm. Bracken und seine Kuriere haben das Ganze vor Monaten zusammengeschustert. Seitdem sind wir hier. Jagen nach GRE-Paketen, plündern und retten Leute. Ja, ich wollte der Frau danken. Gut. Wenn sie nicht wäre, würdest du schon an irgendeinem Schienbein nagen. Dein Antizin hat das übrigens nicht überlebt. Alles, was Jade retten konnte, war dein Funkgerät. Antizin. Ja, toll. Könnte ich es wiederhaben? Tja, das brauche ich wohl dringender. Nee, Kumpel, da täuscht du dich. Okay, unser Protagonist scheint ja ein recht ruhiger zu sein. Weißt du, wofür Kuriere ihr Leben riskieren? Für okay, Kerle wie dich. Gerade Bescheid, du nimmst Antizin, das für jemand anzupassen. Okay, ich hoffe, dass das jetzt ein wenig besser ist. Ich habe jetzt echt keine Zeit für deinen Bullshit. Ich erreiche einen meiner Leute nicht, weil unsere blöden Funkgeräte alle im Arsch sind. Tust du mir einen Gefallen? Ich kann dich und dein kostbares Funkgerät nicht mehr sehen. Also mach dich woanders nützlich. Wir können im Turm keine faulen Säcke gebrauchen. Hey,
Das ist unfair. Ich bin nicht faul. Ich wird aber relativ schnell über den Kamm geschert, wenn man gerade erst aufgewacht ist. Fauler Sack. Könnte aber genauso gut ich würde mich ja gern beweisen. Bringt mir was zu tun. Wieder. Ah ja. Und ich bin nicht der Boss. Bin ja zu jung. Ich bin Rahim. Bracken hat ja das Sagen. So, wir werden sehen. Wir gehen mal runter. Vielleicht werde ich den Bracken dann gleich auch noch treffen. Na, faul bin ich eigentlich nicht. Lass mal sehen. Da ist ein Punkt. Begeben Sie sich in den 13. Stock. Suchen Sie sich nach verschollenen Überlebenden. Gut, machen wir das mal. Bevor ich mich mal weiter umgucke. So. Hier scheine ich hin zu müssen. Wo willst du denn hin? Zum 13. Stock. Ich soll da was für Rahim holen. 13? Oh, scheiße. Das wird eklig. Das scheint ja sich halt echt gut anzuhören. Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich will. Na gut, wir werden sehen. Und Fahrstühle funktionieren anscheinend noch. Okay, kurze Ladesequenzen. Hier sind ja einige draufgegangen. Scheint hier ein richtiges Fest gewesen zu sein. Kinderwagen sind immer böse. Ah, okay, ist leer. Okay. Crane hier. Wo waren Sie? Wir warten jetzt schon seit 70 Stunden auf Ihren Bericht. Was ist passiert? Ja, ich hatte das Funkgerät verloren, aber meine Deckung ist intakt. Noch kein Kontakt mit dem Anführer. Seine Identität ist noch nicht klar. Ich achte darauf, mich anzupassen. Verstanden. Die Zeit drängt, Crane. Denken Sie daran. Da wäre noch was ich... Ich wurde gebissen. Hab keine Symptome, aber hier heißt es, ich sei infiziert. Okay. Dann sollten Sie sich wohl schleunigst Antizin besorgen. Hilfe! Hilfe! Bitte! Was zum Geier? So. Ich hab schon mal einen schönen Schraubschloss. Wo kam die Stimme her? Ich muss ihm helfen. Okay. Wow, okay, also ganz normal sieht der nicht aus. Zutreten, okay. Ja, steht er nochmal auf? Nein, okay, gut. Mann, alles in Ordnung? Oh, hab mir den Arm verletzt. Bei der Flucht vor ihm. Gott. Die hat der aber nicht ausgehalten. Verdammt, das war mein Bruder. Ich bin hier runter, um ihm zu helfen. Ruhig, okay. Alles wird gut. Also die deutsche Synchro überzeugt mich jetzt noch nicht. Rahim, bin im 13. Stock. Hör mal, dein Mann hat's übel erwischt, als er vor einem Zombie fliehen wollte. Vielleicht werde ich sie bei Zeiten mal auf Englisch umstellen. Du hast Mark gefunden? Ja. Ist da unten sicher? Jetzt schon. Gut, bleib dort. Ich schicke Lena runter. Okay. So, ich soll da bleiben. Ich soll mich um Mark kümmern. Halt still. Lena wird jeden Moment hier sein. Du musst Verbandszeug auftreiben. Okay. Und Alkohol. Nimm beides zusammen. Das stoppt die Blutung. Bitte, mach schnell. Bleib ruhig, ja? Bin gleich zurück. Gut. Das heißt, ich brauche... Sie haben ja gelernt... Finden Sie Mull und Alkohol. Sie haben gelernt, ein Medikit herzustellen. Ah, eine Taschenlampe ist auch nicht verkehrt. Das ist doch schon mal was. Ah, Klebeband. Das ist aber kein Mull. Hm. Wobei, mit Gaffer kann man auch Wunden verschließen, da bin ich mir ziemlich sicher. Meine Tür ist abgeschlossen. Bin ich dagegen? Naja, da passiert nichts, okay. Kiste. Ach, Kisten sind immer gut, da sind immer Metallteile. Okay, hier ist auch eine ziemliche Sauerei. Kann ich hier runter? Nee. Okay, dann mal weiter. So, hier waren wir schon mal, die Tür haben wir. Der Fernseher macht mir auch nichts. Lichteffekte sind klasse, wenn man direkt ins Licht guckt. Wow. Okay. Mal damit rechnen muss, ob da noch andere sind. Man weiß es nicht. Ja, mal vorsichtig sein. Was für eine Kiste. Guck mich erstmal um. Keine Lust auf Überraschung. Nee, sieht gut aus. Noch eine Tür.